Moin Moin, ich grüße euch zu diesem Video. Wie ihr es jetzt am Anfang schon gesehen habt, bin ich wieder auf dem Lost Place. Und ja, es handelt sich um eine Art alte Industriekomplex. Und wie es hier ausschaut, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Was man sieht, hier alles schon komplett zugewachsen. Tür, Fenster kaum noch vorhanden. Ja, ich würde sagen, gucken erstmal hier hinten hin. Dann zum Schluss gucken wir mal hier rein. Und dann schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Hier fehlt schon der komplette Boden. Man hört auch schon hier den Fluss durch. Da unten sieht es auch. Also hier werde ich schon mal keinen Fuß reinsetzen. Aber was sieht man hier? Haufen Styropor. Vermutlich mal Verpackungsmaterial, nehme ich mal an. Noch ein Schrank. Ja. Der letzte Raum ganz hinten und ja, hier sieht man auf jeden Fall schon, hier liegt ein Haufen Schutt rum, so. Aber was man noch sieht, jede Menge Spielzeug. Also ich glaube, hier wurde vor sehr langer Zeit mal Spielzeug hergestellt. Und ja, gucken einfach mal, ob wir dann jetzt hier noch mehr Hinweise finden, weil hier ist ja jetzt nichts mehr weiter zu sehen. Oh. Hier geht's rein. Gucken wir mal, was wir hier noch so vorfinden. Auf jeden Fall hier tropft von die Decke runter. Ein Haufen Müll ist hier zu finden. Ein paar letzte Überreste, ein paar Verpackungsmaterialien, Kartons vor allem. Also ja. Zieht sich auf jeden Fall bis ganz nach da hinten. Ein Lager voller Akten oder Papieren. Krass, was hier alles noch zurückgelassen wurde. Hier wurde auf jeden Fall Spielzeug hergestellt. Weil hier sind auf jeden Fall viele Versandverpackungen und überhaupt Verpackungen vom Spielzeugen. Also hier zum Beispiel eine Kugelbahn oder sowas ähnliches. Ja, alles schon komplett vermodert, also größtenteils. Auch nochmal Kugelbahn, dann hier ein Haufen Versandkartons. Geht es auf den Dachboden, aber wir kommen da wahrscheinlich nicht mehr hoch. Na, ein Mobile. Aber sonst sieht man hier auch nicht mehr viel.
hier nochmal Kugel bauen. In einem besseren Zustand. So wie die Wand hier aussieht, könnte man fast meinen, die hätten versucht hier nochmal irgendwie zu bauen bzw. zu renovieren, aber daraus ist dann wohl nie was geworden. Hier liegt auch noch ziemlich viel Müll rum, da liegt sogar noch eine Klodeckel, viele Haufen kleiner Karten hier. Das hier sind so eine Art Gebrauchsanweisungen oder Artikelkarten oder wie man das nennt. Gucken, ob ich es irgendwo in Deutsch finde. Ah, also eine Art Warnhinweis. Die liegen hier zuhauf. Also ich würde fast sagen, diese kleinen Kärtchen hier, also diese hier, die hier überall rumliegen, die hat man auf jeden Fall hier an dem möglichen Spielzeug befestigt. Hier liegen überall die Karten, teilweise sogar noch in den Kartons, wie man hier sieht. Dieser Raum ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, sage ich mal. Er ist nicht sonderlich groß, wie man hier sieht. Und die Decke kommt hier auch schon ziemlich runter. Aber hier der Boden liegt voll mit so Griffen für Rasierer. Also gehe ich mal davon aus, dass es hier so Rasiergriffe waren. Halb fertig. So, jetzt haben sie hier Spielzeug hergestellt oder haben sie hier die Rasierer zusammengesetzt? Wahnsinn. Ein Haufen von diesen Griffen. Aber keine Klingen dazu. Entweder hat man die von irgendwie entwendet, entsorgt oder mitgenommen. Und da hinten haben wir angefangen. Jetzt hier in dem Raum. Hier sieht man Art Bauanleitungen für einen Schrank, für ein Regal. Ja, hier steht es, Aufbauanleitung. So, und hier wieder diese Hinweiszettel, noch nahezu original verpackt. Ja, hier noch ein Haufen Etiketten, Verpackungsmaterial, hier dieser diese Styroporflocken. Hier, Haufen von den Styroporflocken sind hier noch, mit denen dann wahrscheinlich die Ware verpackt und verschickt wurde. Ich habe einen eventuellen Hinweis darauf gefunden, wie lange das Gebäude hier in Betrieb war. Und zwar hier unten ein Kalender vom Juli 2012. Also denke ich zumindest, dass das vielleicht eventuell bis vor 10 Jahren ungefähr noch im Betrieb war hier. Aber naja, seit 10 Jahren ist hier halt, oder länger vielleicht sogar, ist hier offensichtlich nichts mehr passiert. Außer Zerstörung und Verfall. Hier ist auf jeden Fall noch so eine Art Lager und mal schauen, was sich hier drin befindet. Ein, ja,
ein Glas mit möglicherweise Farbe oder ähnlichem. Kann man definitiv nicht mehr identifizieren. Hier ist auch nochmal eine Dose. Auch so ein, eventuell auch eine Farbdose. Ja, hier sind noch mehr Farbdosen. Ich denke mal, vielleicht haben sie doch hier mit Zeug bemalt. Aber direkt neben den Farbdosen steht dann der Kaffeebeißer. Auch sehr hygienisch und so, ne? Ich glaube, heutzutage dürfte das nicht mehr so sein. Aber viel ist hier nicht mehr. Ein Haufen Farbdosen, dann auch hier ein bisschen Babynahrung. So. Hat man komplett die Farbe in so Einmachgläsern gefüttert, wie man es hier noch mehr oder weniger erkennen kann. Hier. So. Hier hinter der Tür noch mehr Verpackungsmaterial. Und hier in diesem Raum sieht man eigentlich auch fast nichts mehr. Da hinten sind noch ein paar Spinde. Ich denke mal, das hier könnten Büroräume gewesen sein. Aber viel ist hier nicht mehr zu sehen. Aber von da sind wir gekommen. Hier ist ja tatsächlich nicht mehr so viel zu sehen. Also ein Waschbecken da hinten noch. Ein Heizkörper dort. Oh, hier sind aber auf jeden Fall noch einmal ein großer Schreibtisch. Vielleicht von der Geschäftsleitung. Hier liegen auf jeden Fall noch einiges an Zettel rum. Viele Kartons. Und hier sind noch ein paar Spinde. Sind hier noch ein paar einzelne Räumlichkeiten. Und hier noch Schreibtische. Ich habe mir jetzt mal hier die ein oder anderen Unterlagen durchgeguckt. Und ich kann schon mal so viel sagen. Es handelt sich hier viel um Rechnungen. Ich habe sogar einen Sozialversicherungsausweis gefunden. Ob den jemand vermisst? Wahrscheinlich, vielleicht, eventuell. Wer auch immer den hier verloren hat, der kann er sich hier abholen. Ja, also viele Rechnungen, wie schon gesagt, diverse andere Unterlagen von Personal und Einzahlung, Auszahlung, Lieferscheine. Also hier in diesen Räumlichkeiten war wahrscheinlich dann die Verwaltung eventuell. Gehe ich mal davon aus. Hier liegen nämlich auch noch einige Kontoauszüge von einem Geschäftskonto. Hier steht sogar noch der Name von der Person, dem dieser Spind gehörte. Aber ich denke mal, viel wird man hier nicht mehr drin finden. Außer ja, hier noch so ein Kissen. Oder was auch immer das sein soll. Keine Ahnung. Ja. Okay. Sonst ist das hier alles ziemlich leer. Hier unten sind noch ein paar kleine Schuhe. Falls jemand braucht, sogar noch alle beiden Teile vorhanden. Viele persönliche Unterlagen. Sonst jede Menge Akten, aber die Spinde selbst sind bis auf ein paar wenige Utensilien, hauptsächlich hier Kleiderbügel, eigentlich komplett leergeräumt.
Also hier werde ich definitiv nicht weitergehen. So. Nee. Das werden wir uns mal kurz von hier angucken. Ja, wie ihr schon gesehen habt, hier liegt noch ein Schirm. Da hinten sind noch ein paar einzelne Objekte. Eine Thermoskanne, ein paar Kartons. Aber das hier ist ja alles immer noch eine Frage der Zeit, bis das alles hier runterbricht. Hier der Balken ist schon relativ gut vergammelt. Da hinten war noch ein Bad. Da hinten könnte es wieder raus. Hier ist wahrscheinlich der Haupteingang. Tja. Aber ich denke mal, hier werden wir nicht mehr weitergehen. Ist definitiv nicht zu empfehlen. Auch wenn es mich mal interessieren würde, was hinter dieser Tür ist oder hinter dieser Tür. Aber nee, lass mal. Lieber nicht. Sicher ist sicher. Hier drinnen scheinen wir jetzt soweit durch zu sein. Ich denke mal, wir haben alles, was noch irgendwie halbwegs sehenswert war, gesehen. Und ich würde sagen, gucken uns jetzt noch mal hier außen ein bisschen um. Und ja, gucken wir mal, was wir draußen noch so vorfinden. Ich habe mich jetzt mal hier außen noch mal ein bisschen umgeschaut und ja, eigentlich ist hier nichts mehr weiter zu sehen. Das Gebäude hier hinter mir werde ich mir nicht anschauen, zumindest nicht von innen, weil ihr habt ja vorhin gesehen, diesen einen Raum, wo der komplette Boden in den Keller gegangen ist, wo komplett durchgekracht war. Das war nämlich ein Raum in diesem Gebäude schon. Und wenn dieser eine Raum schon so runtergerockt ist und schon so verfällt, möchte ich jetzt nicht ausprobieren, ob der Rest von diesem Gebäude mich überhaupt noch aushält. Ich meine, ich wiege zwar jetzt nicht sonderlich viel, aber ich möchte es jetzt trotzdem nicht unbedingt ausprobieren und auch nicht herausfinden. Ich denke mal, die meisten von euch werden es verstehen. Ja, also an der Stelle war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.